Naja, gerade weil man aus den Höllen der Nazizeit kam und dann noch zufällig auf Seiten der Opfer und nicht auf Seiten der Täter, sehnt man sich nach einer besseren Gesellschaft. Und die hieß im damaligen Jargon eben Kommunismus. Und die ganzen Jahre, als ich dann in der DDR lebte und meine Lieder schrieb und der Biermann wurde, war ich immer noch einer, der sich für den richtigen Kommunisten hielt. Und die Bonzen der Partei waren die falschen Kommunisten. So war mein Weltbild. Verstehen Sie? Wenn ich so nicht gedacht und gefühlt hätte, wäre ich auch zusammengebrochen. Da hätte ich überhaupt nicht die Kraft und den Mut gehabt, mich mit diesen Verbrechern in so einen langwierigen Streit einzulassen. Erst später, im Westen, dämmerte mir, dass ich ja eigentlich gar kein Kommunist sein kann. Und zwar nicht etwa, weil das mit dem Kommunismus nicht so ideal funktioniert hat. Das könnte mich nicht abhalten. Die Ideale haben es immer so an sich, dass sie nicht ideal verwirklicht werden. Das ist so in den Menschen. Da wäre ich heute noch Kommunist. Ich kann kein Kommunist mehr sein, weil die gesellschaftliche Praxis, die wir seit 150 Jahren so vor Augen haben, hinter uns, wenn wir uns umdrehen, zeigt, dass der Weg in das Paradies einer klassenlosen Gesellschaft ohne Ausbeutung, ohne Unterdrückung, alle Menschen werden Brüder, Schiller, dass der Weg in dieses Narrenparadies, würde ich heute sagen, böse gesprochen, die Endlösung der sozialen Frage, dass es keine Unterdrückung und Ausbeutung mehr gibt. Die Hoffnung auf dieses Paradies führt nicht nur nicht ins Paradies, was ja nicht so schlimm ist. Wir können das hier auf der Erde ganz gut aushalten, sondern es führt in die schlimmsten Höllen, wo mehr gemordet, mehr geheuchelt, mehr unterdrückt wird als sonst irgendwo auf der Welt. Keine Herrschaftsform begeht so viele systematische, langandauernde Verbrechen wie eine, die glaubt, sie müsste die Menschheit in dieses Paradies zwingen. Deswegen kann ich kein Kommunist mehr sein. Ich muss ohne diesen Kinderglauben an die Endlösung der sozialen Frage, Kommunismus, das heißt das nämlich. Ohne diesen Kinderglauben muss ich mich in den Streit der Welt einmischen.